Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und es tut mir leid, dass ich gerade eine Kapuze trage, aber irgendwie sind hier gefühlt minus 35 Grad und in Wirklichkeit sind nur minus 34 Grad hier in der Wohnung, aber da gefühlt minus 35 Grad sind, habe ich mir gedacht, lieber eine Kapuze anzuziehen. Ja und weiter geht's mit euren Vorschlägen, heute reagieren wir auf YouTube-Kake Grand Theft Auto Pepper. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Ja, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann es leider nicht gucken. War eine sehr schöne Reaction. Ich Spaß. Oh, Alter! Boah, Alter! Das könnte ich sein. Oder Big Smoke, das könnte ich auch sein. Ah, San Andreas, das war noch Zeit. Alter. Das ist mein kleiner Bruder Sean. Das ist Mama Bus. Und das ist Big Smoke. Geil. Ich war gerade am überlegen, ne? Was ist das für eine Marke? Was ist das für eine Handymarke? Ich erkenne das gar nicht. Warte mal, kann ich? Das ist wichtig fürs Video. Das muss ich wissen, sowas. Ah ne, erkenne ich leider nicht. Ah, das ist so ein langer Name, was? Motorola, aber das sieht nicht aus wie ein Motorola. Das ist kein Samsung. Never ever. Ich will wissen, was das Handy ist, Mann. Hallo. Big Smoke! Nein, hier ist Patrick. Double Peace. Hier ist Tanzverbot. Und dann bin ich so auf die Toilette gegangen. Ich hatte so übelste Bauchschmerzen. Ich konnte mich kaum bewegen und dann. Aber dann bin ich eingeschlafen und am nächsten Morgen, keine Ahnung, ich bin auch relativ früh wieder aufgestanden, ich geh aufs Klo. Boah, ich hatte das mal, dass ich nach der Toilette, also ich hatte mal wirklich, ich habe mal so viel gegessen, das ist noch nicht mal so lange her, eine Woche, habe mal wirklich so viel gegessen, dass ich so einen Bauch hatte und dann auf Toilette gegangen bin und gefühlt irgendwie 10 Kilo abgenommen habe. Ah, wer kennt's nicht? Willst du mich eigentlich verarschen, du hässlicher Wichser? Inzwischen. Follow that train! Ja, geil! Ich kenn vor allem auch die Mission. Darauf fährt der Zug langsam. Bergab fährt der Zug schnell. Ach so. 8:01 Abend. Es ist die schlimmste Bahnkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten. Mindestens 100 Tote und über 200 Verletzte. All we had to do was follow the damn train. Schweiter da. Pepper und Schorsch gehen überfallen. Gehen überfallen. Kann ich nicht auch im Fluchtwagen fahren? Hoho, du bist schon zu groß dafür, Pepper. Hä? Achtung, das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Give me the money raus from the Kasse! Give me the money schnell raus from the Kasse! Auch kleine Geld nehme ich auch. Kleine Geld, Klimpergeld auch, Klimpergeld.
Klimpergeld auch, Jungs. Ja. Yeah. Okay. Alarm! Alarm! Jetzt müssen. Ach Mann, so eine Scheiße! Du kleine Dorfzicke, ey! Weil, was sie ja wirklich in GTA mal ändern sollten, ne? Ich hoffe, das kommt mal in neuen GTA 6, wenn es mal irgendwann die Jahre irgendwann mal rauskommt, wenn der Hype um GTA 5 endlich mal vorbei ist, müssen einfach alle Leute endlich mal aufhören, weil leider ist es ja immer noch einer der meistverkauftesten Spiele. Aber was sie mal ändern müssen, wenn man bei GTA ein Toastbrot stiewitzt, dass nicht gleich über Polizei kommt und dich abknallt, weißt du, dass man vielleicht mit denen reden kann und sagen kann, hier, pass mal auf, Kollege, ich hatte Hunger. Ja, ich habe ein Toastbrot stiewitzt, aber können wir nicht mal über, ne, irgendwie reden? So, es wäre voll nett. Ihr könnt mich ja immer noch abknallen. So, ne, das wäre cool. Das ist so geil, die Szene, ey. Wenn ich so wach bin, beziehungsweise wenn ich Langeweile habe, dann fresse ich einfach manchmal aus reiner Langeweile. Aber ich weiß, dass es halt, das ist nicht gut, every day, every night in meinem Bauch drin. Vielleicht muntert dich eine Geschichte auf. Boah, sie heißt der hässliche Blaubarsch. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende. Oh, die fand... Junge, Alter, was sind denn... Was machst du denn hier gerade? Das ist sowas, so ein unmenschliches Verhalten. Alter, und dafür würde ich mir jetzt so einen Schluck Wurstwasser gönnen, Alter. Lecker. Boah. Ich hoffe, Tansi hat's nicht gemacht, ey. Ey, war cool. War echt cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video oder im nächsten Toastbrotklau vielleicht so, ne? Und sollten Polizisten zugucken, nee, direkt schießen. Man kann auch erstmal so sagen, hier, ist nicht so gut, so, ne? Ist ja immer Gewalt, weißt du? Geht ja nicht. Ja, bis zum nächsten Mal, rein und tschüss!